Seelenmeditation. Lege oder setze dich so hin, dass du dich wohlfühlst für diese Meditation. Schließe deine Augen. Nimm deinen Körper wahr. Spüre den Kontakt zum Boden, zur Erde, die Füße, das Gesäß, den ganzen Rücken, die Schultern entspannt, die Bauchdecke locker, der Kiefer locker und ebenso die Stirn ganz frei. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit zum Atem. Nimm den Atem wahr. Wie er kommt mit der Einatmung, sich ausdehnt im Körper und ausatmend den Körper verlässt. Werde zum Beobachter deines Atems. Ohne ihn zu beeinflussen. Nimm wahr, wie er kommt und wie er geht. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit zur Mitte deines Bauchraumes. Sieh dort auf Höhe des Solarplexus dein Seelenlicht, dein inneres Licht, das immer in dir leuchtet. Egal, was im Außen geschieht, dein Seelenlicht strahlt immer in deinem Inneren. Es ist deine Anbindung, deine Verbindung zur göttlichen Quelle. Und lasse dieses Licht nun in einer golden-weißen Farbe erstrahlen. Deinen ganzen Bauchraum ausfüllen. Und dann über den Bauchraum in die Beine. Und in die Füße. So, dass dein ganzer unterer Bereich deines Körpers jetzt in goldenem weißen Licht erstrahlt. Und dann lasse dieses Licht weiter strahlen in deine Schultern und deine Arme hinein, bis zu den Händen, in die Handflächen und in die Finger.
und weiter über den Halsraum in den Kopf, so dass nun dein ganzer Körper erfüllt ist mit dem goldenen, weißen Licht deiner Seele. Deiner inneren Lebendigkeit, deiner inneren Wahrheit. Und lass sich dieses Licht weiter ausdehnen über deine körperlichen Grenzen hinaus in den Raum, in dem du dich befindest. Mit jeder Ausatmung lass dieses Licht sich weiter ausdehnen. Fühle diese Weite in dir. Und dort im unendlichen Raum verbindet sich dein Energiefeld, dein Seelenlicht mit der universellen Liebe, mit der universellen Quelle. Und dein Seelenlicht verschmilzt mit diesem noch größeren Licht, dem Licht der Quelle, der göttlichen Quelle. Und dort verschmilzt du in die Einheit hinein. In die Unendlichkeit. In die Grenzenlosigkeit, dein goldenweißes Licht. Und dann beginne wieder ein bisschen deutlicher und bewusster ein- und auszuatmen. Und dabei nimmst du deinen Körper wieder bewusster wahr. Nimmst wahr, wo dein Körper in Berührung ist mit der Erde, dem Boden. Und gleichzeitig ziehst du ebenso dein Seelenlicht wieder ein Stückchen zurück, mehr zu dir. So ist, dass es dich jetzt wie eine schützende Hülle umgibt. Und dann beginne langsam wieder deine Finger zu bewegen,
die Füße und nimm nochmals ein paar tiefe Atemzüge, bevor du deine Augen öffnest. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Namaste.